Willkommen zurück bei der Gölle Froh. Wir hatten heute einen ganz interessanten Podcast mit Bob Bertemus, dem Kugelstoßer. Und hier hat das verrückte Wien hin und der Olympiade zu Paris getroffen. Hier hat das Geschichte vom Hobby erzählt. Und hier hat das gesagt, ob was hier besonders stolz ist. Viel Spaß mit dem Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Wie war das Olympiade? War schon geil. Ja. Also weil gerade so, ja, Tokio halt schon mega kacke war, weil ich auch da so die ganz drei Jahre Tisch gut nicht verstanden habe. Also Kirche, man sieht da so den Shit einfach so. Ist das da eine normale Kondition war. Wenn es Corona war, kacke oder was? Ja, man konnte gar nicht gucken gehen. Wild war mega null. Die Ambiance und der Kipp war mega scheiße, weil einfach kein Stoh war so. Einfach gut nicht hat. Multisport, super krass Event. Und das Preis war so, okay, war so mein Aha-Moment. So, okay, lo, verstehe ich das. Lo, verstehe ich das. Das ist Tokio, war wirklich so scheiße. Sind da durch hingeflogen für die Kompetition und darum heim, oder wie? Ja, ich weil tatsächlich hatte schon ein bisschen Chance. Du bist mir lange für so ein Fandel so bei der Schlusszeremonie und so. Ich war tatsächlich schade noch da. Okay. Dann war quasi zu zwei bis zum Schluss. Und ich meine, ich hatte Jaff, hatte ich einen Tag gesehen, Henkels. An der Raffmensch oder so. Warst du ganz so lang, du? Nein, wir hatten so, das ist immer so Tochter quasi. Und dann waren wir zu zwei. Ich meine, natürlich waren auch da in da oder in halben oder so. Die sind da quasi alle gut ein bisschen aufgefressen. Okay. Und dann sagst du, okay, cool. Wo ist dann von was aufgeschnitten? Du oder das? Paris. Paris, ja. Du bist nicht für Final qualifiziert, oder? Nein. Ja. Ah. War das weit, Frucht von. Boah, das hast du nicht, ne? Ne? Ich habe geschaut, 20 durch. Okay. Ich meine, final wäre ich 28 oder so. Außer also nicht viel, einen halben Meter. Boah, das war sogar vermachbar, weil das Final war, das Quali war eh Oves. Mhm. Aber jetzt halt eh Oves, bis du mir weit stehst, wie neu ist, wenn so die ganzen Kirpen, du bist mir aktiviert, dass, ja, hätte ich schon keine Stoße so. Mhm. Also, du meinst, scheinbar der Frust und Over war extrem groß. Ich meine, ja. Echt, das Interview war relativ schlecht. Das ist halt auch direkt quasi nur und kriegst direkt vorgestanden, hast dann auch Frustration so mega hell schon. Ja, mittlerweile schon mal. Okay, das ist halt die so, die so. Okay. Also, mit deinem Rekord aus 22, hatte ich gelernt. Wie also das so variiert? Das ist ja aber viel, so 2 Meter. Ja, halt einfach war Technik, einfach wie du triffst. Scheinbar Rekordhalle von 2019. Okay. Auch schon pur Jahr an Land gezogen. Ich denke, war so die letzten 2-3 Jahre ist extrem schwer gefallen, so die Konstanz ranzukriegen. Weil hast du so Lucky Shot dabei, wo da mega gut geht, und dann sich willst du immer keinen Aufruf und ich denke, da war mega schwierig. Das geht in den ersten 2 Jahre, 2,5 Jahre. Und den, der gewinnt, ist das dann wirklich so Lucky Shot oder sind das wirklich die Leute, die das immer hinkriegen? Ich denke, global so ein Kurisch, dass man so 6 Stück, die wirklich ziemlich gut performen, immer konstant, das können. Relativ plus ou moins aufrufen, immer so die Leistung war schon exzeptioneller, einfach war schon mega krass oder so. Ich hab da andere Seite, das Chateauneau hat man es noch ein bisschen amüsiert, so am Village. Da kriegst du dann die ganzen Kommentare, so bei RTL kannst du dir so, ja, mega scheiße, kommt immer mega auf. Siehst du, okay, wisst ihr, das war Kloster, du verstehst dich auch gleich, so, ey, ich hätte gerne das Tier mega geil gehalten, dann geht er nicht, sind sie mega frustriert. War dann nicht so logisch, dass das dann noch dünner geht, wenn du den Scheiß schreibst. Weil ich da mal mega witzig fand. Mir das dann verguckst, so, ja, von der EM ob Olympia, die sind da den Europameister genannt, da sollen die Weltquali kommen, ist du so ein ja, Base. Okay. Den ich wahrscheinlich auch ein bisschen anschlussfähig gestaltet, den zweite genannt, auch nicht, ist du so ein ja, Jungs. Okay. Sind den Ähnchen, weißt du, dann soll ich nicht gut lesen, ist keine Ahnung, das ist aber ein bisschen blöd, dass du gerade auf dem wichtigen Meeting halt dann nicht aufgerufen kriegst. Mehr. Ja. Was hast du da dafür gestaltet? Eigentlich final wäre absolut toll gewesen. Wenn du gerade nur guckst, also mal 20, 8, wo sich die letzte Platz wasch geht, wo wirklich noch nicht terribel weiter ist. So, ne? Ich denke, Niveau ist wirklich momentan schon heiß. Boah, ist das halt schon dann einfach schlecht. So. Besonders so wie das. Also, weil nicht, dass du siehst, ach, die Zone ist geblendet, war halt so, nee, das ist schon halt einfach oves gewesen. Ich wusste schon ein bisschen, nee, Wackelspaß, aller Limit, einfach, das hätte ich schon kein Thema. So. Einfach schlecht. Hol uns mal ein Kamat so, wirklich bei Olympia. So. Wie war die ganze Experience? Was war extra? Wie war es für dich? Boah,
ich denke, von Anfang bis zum Schluss war es schon Angst. Ich denke, es war einfach Eröffnungsfeier. Ich habe zu drücken nicht matt gemacht. Mhm. Du hast ja auch die größten als Dinge gewollt. Als Grün. ja, halt Corona war die, wenn nicht möglich, du uns zu reden und noch lecker schnell rüber zu chatten. Dann war sich auch alles, die muss ganz anders gedurcht. Das ist bei dir immer so ein Trainingscamp bei Mount Fuji. Dann flitzt ich schnell rüber am Zug, mit Öffnungsfeuer, Pansengelsturm, ist der ganze Shit. Und dann gehst du einfach ums Reck und dann kannst du mal eine Reise kurz versuchen. War nur zu Paris, war halt genau so. Also mehr konnten Urese für die Öffnungsfeuer. Mhm. Schon 200 nur geschlafen, alles gemacht, Akkreditation, eigentlich alles gesehen. Und danach bin ich hingegangen, ein bisschen trainieren, dann sind schon umgerätst. Halt schon speziell einfach mal das sehen, die auf eine Fernseh zu drohen, Mensch, war absolut Highlight. Und die falsche Weg gewängt. Das war halt euch schuld, leider. Wie war das für euch als Dinger mit dem Point of View? War mega frustrierend. Ja? Das war mega, mega gut. Das hat letztes Mal aber bekannt gemacht. Ja, die Memes waren mega witzig. Das fand ich aber mega cool. Mir scheint jetzt schon ein bisschen gedauert, bis man da konnte drüber lachen, weil... Wirklich? Ja, also, war nicht witzig von Anfang an für euch. War gut nicht. Nee? Das war halt so den Moment, bis du bist dann noch, kriegst du dann an eine Gruppe geschrieben, oh, okay, schick das alle gute Fotos, die wir gemacht haben, während dem, weil der merkt, der hört halt keinen, weil der hat die falsche Wege gewonnen. Das ist Base, das ist, da musst du ein Privatfoto, das ist irgendwie Kinderfoto. Wenn dir gut gesucht, wegen du ihn, oder? Ja, wir waren nicht, pardon, also du. So. Oh. Ich war nicht dabei, aber ich habe gedacht, es wäre, weil auf der einen Seite waren eben dann all die Kamera und Tölle und so, und auf der anderen Seite waren die Leute, um Präsenz, da war ein Publikum quasi. Und die hat eben da Richtung Publikum gewinkt, weil die am Anfang mega live von ihr ist. Ich habe nicht so interpretiert. Also, Lützburg, das sind die Guten, weißt du? Sie winken den Leuten wirklich. Ja, auch da ist es Zölle für dort zu sitzen. Ja. Das Problem war einfach, wir waren noch relativ lange im Boot und da sind wir endlich Schloss gefahren und da war so ein Dude, mit dem Headset, den ultra wichtig war. Und jetzt heißt es, okay, halt nur viermal mal so Probedenken. Es sieht alle gute Punsche aus, muss alles fort für die Kamera und dann machen wir dann den Shot halt. Winkt nur links. Links gewunken, okay, perfekt, weil du Probe links willkommen, alles gut, du dir mal so ein. Ja. Winken. Okay, du fährst hier den Anker, winkt nur Ritz. Okay. Anker gemacht, nur Ritz gewunken. Und du sagst, okay, du fährst hier wirklich, winkt nur Ritz. Okay, nur Ritz gewunken halt. Das war sein Fehler. Ja, das war sein Fehler. Wenn du weißt, weil du siehst, mehr wirst du gut nicht, wie, was, wo. Die losest du quasi so durch, hier siehst du, wie die Kammern aussehen, wie die nicht. Mhm. Und zwar nicht als ich war. Ja. Ich so, wenn du nur jetzt, wenn du jetzt gewunken, und dann wenn wir zu drei im Boot, irgendwie die Hanna da ist noch die falsche Richtung gewunken. Ja. Und die dritte, die so am Winken, dann umgedreht, und die waren dann halt die, richtig. Ja. Also sind wir leider nicht die einzige Vollidioten. Mit war mega Knie, weil du warst halt überzählst, mehr Winkel richtig Richtung, du hörst Numm, du winkst. Aber wenn wir gehen Handy in die Woche, der falsch Richtung ist der. Und die nicht kommt direkt drüber lachen, das wird noch nicht. Im Moment war schon ein bisschen Frust, weißt du, weil du ja, das ist halt schon behämmern, so, weißt du, ganz, ganz viele Leute, die haben noch wachgeschrieben, wie sie jetzt wieder zu gucken, aber es ist leider das Deutsch schon immer geschrieben und, ja, ich kann nicht sehen, weil du bist dann, ja, das ist die Einzige, und wir sind raus von, okay, die Hanna, das auch, okay. Hallo, so will, und ich echt zu den Memes gesehen, okay, ist schon geil. Ja, das ist schon allein gut, wenn es war, da wert. Ja, schon, also, gegen so auf, weil gegen so dumme Mann, nein, kann man gegen Sugar in die richtige Richtung waren. Okay, dann schmeckt niemals immer so worth it für in die falsche Richtung zu winken. Aber du hast noch eine ganz andere Frage zu Olympia. Nämlich die Klischee aus hier, dass er dann anscheinend so viel Kondome verdient. Ja, als die Römer waren dazu am Olympic Village, da ganz viel geschieht. Oh, was? Geknattert, meinst du? Ja. Das ist einfach so Stereotyp. Ja? Also, das ist nicht, dass du Straße lesen oder gut links oder rechts. Hast du Action? Ich meine, wenn du proaktiv die Stunde bist, vielleicht schon. Dann sei das halt auch, du, und dann schreibst du einen riesigen, gute Konflikt, wie es zu fahren. Also, das ist kein Alkohol am Dorf. Okay. Okay, das ist kein Alkohol immer dran. Nee. Aber du bist so. Der Problem ist, das ist so ein riesiges Village und das ist halt ein massiver Mix, dass Leute schon fertig sind. Leute, die ganz zum Schluss kommen und die, das hast du mit Leuten im Zimmer, die, du kannst quasi zurück von den Kommission, du bist quasi fertig. Die nicht nach der Kommission, weil du musst einfach die Leute noch respektieren, die nach Kommission haben. Also du kannst nicht nur der Kaligali machen, also auch im Zimmer ist da wirklich schon kalm. Mit wem warst du? Aber Schatz sollte nur Ruben sein.
Den hast du letztes Mal aufgesprungen. Also nicht hier mit Föderation, sind ja aber schon massiv schnarchen. Hat sich schon eh geopfert. mein DTN, was du mir schon ins Zimmer kommen. Ich war viel beim Ralf oder beim Luca. Okay. Ich wollte ihn wissen, du schnacken übernachten. Alex war viermal mit Pit am Zimmer. Okay. Pit. Ja, der Pit Klein. Ich sage, jetzt sind auch paar Leute, die wirklich bekannt sind, aber ob der Olympiade, du paar, so wissen den, ja. Der geschossen hat, den Türken. Ja. Wie noch? Ach, schon ein Ding zu von da gesehen. Also Minus 7, ja. Weil er schießt auf den Nein-Gag. Noch paar Leute, aber. Nein-Gag, geil. Ja, was nicht. Der kleine mit Nein-Gag. Geil, ja, das ist nochmal ja. Klassiker, schon. Geil. wie Jahrgang warst du? 93. Ja, paar Jahre mehr, Nein-Gag, geil. Hast du so bekannte Leute gesehen? Zu Basketballspielern? Ja, länger war schon, ja. Die hatten halt Quali zu Lille, wo ich am Dorf war. Den Spieler leider nicht gesehen. Ich habe ein bisschen gefanboyt bei den deutschen Handballspielern. Okay. Das war so im Engwald. Den Karabatic gesehen. Okay. Der war auch cool, ein Foto und irgendwann. Der riecht extrem gut, muss ich sagen. Okay. Funny. Ja, das war ich so ein bisschen so im Engwald. Wen hatte ich schon gesehen? Puh, hat nach Gerald irgendwie so aufgegrabbelt, ne. Wen hast du am längsten gesehen von allen Leuten, die auf der Olympiade waren? Ah, oh, Klassiker, der LeBron. Ja. Der ist schon cool. Ja. Ich denke wahrscheinlich, der hat gesagt, ja, hey, Dude, also sind 5000 Leute, die gerne ein Foto machen. Hey, meinst du? Schießt nicht. Ah, das stimmt, ja. Ja, ich meine, so viele Leute, die schon ein Foto Superstar, Bastu. Vielleicht hat er ihn durchgefreut. Also mit dem Ace, der die Vollidioten, die falsch gewunken gegangen haben. Ich habe ein Meme von dir gesehen. Das ist schon cool, weil ich habe schon live gesehen, aber ja, leider nicht. Okay. Das ist auch schwer, du, ja. Die noch Kommission, du willst so mit Nerven gehen und so. Und dann. Ja. Aber generell, wenn du so entouriert bist von eben all den Profi, von den Fußsportler von der Welt, wo hast du ihn selbst Fuß aufgeschnitten von den Leuten oder wo du da gedurcht hast, oder generell vielleicht war das einfach inspiring, so an dem Milieu zu sehen. Boah, schwierig. Für mich war es eh die letzte große Kommission. Ja. Ich meine, du hast eh schon auf mich ein bisschen mehr fokussiert, okay. wie du noch Sachen aufzugucken. Ich weiß nicht so, dass du darüber nur gedacht hast, okay, ich bin so die letzte Kerle heute dabei und habe sie gerade all day Leute. Nein. Okay. Ich meine, die Momente, wo es qualifiziert ist, ist es bewusst, okay, ich gehe da hin und dann weißt du, dass du so drauf bist und den ganzen Ding bist mit mir. Einfach, okay. Du weißt ja genau, okay, ich habe meinen Platz auch verdient und dass du natürlich mich irgendwie muss Handlung stellen oder so. Also, ja. Das ist auch nie gut, das Gefühl, dass ich schon so der Reden, den mega easy ist, auch mal klar ein Gespräch zu kommen. Also, gerade okay. Mit Andy Wolf, den deutschen Goalkeeper im Handball, der mir erst gesehen hat, kann man schnell ein Foto machen? Ja, ja, nicht. Bist du so geschnackt oder so, boah, damn, das ist so krass, den hat wirklich nach Zeit wieder so, bist du mehr zu schnacken, und ich hatte nur noch Hans so ein Village gesehen, der kam Kraftraum, der hat mal gewonnen, so, ey, yo, was geht, so, damn, ja, krass, ja, schon ja, so ein Fanboy-Moment. Cool. Ja, genau, ja, das ist nice. Und wie ist du fertig, was man denkt, Kompetition, wie lange bist du noch da geblieben? Ja, Swedish. Swedish, dann der, aber wenn's cool. Boah, das war relativ voll mit, mit Ramazamba, ich meine, ich hatte nur einen Tag und noch. Mit dann außerhalb vom Dorf, oder wie? Auch nicht. Also meine Idee war ja, da gehen Schrei an Doku gucken, mal einen Schrei an Doku, gut nicht. Und dachte mir wirklich relativ viel Press. Da haben wir zweimal Oves im Team Lützebüsch Haus. Und du sind ich dann sechste Mal so aufgeregt. Okay. Und du warst Jolo, Emont ungefähr, wo du die Karriere an den Null gegangen hast, gell? Plus minus. Ja, plus minus, ja. War das so der größte Change für dich? Wie geht es da? Vermisst du schon? Ach, gut nicht. Ne? Wirklich gut nicht. Nee, das ist so ein Entschluss, der ein bisschen lang überlebt war. Ja. Ach, gut nicht. Okay. Wirklich gut nicht. Also, interessant. Das ist so eine letzte drei für mich, weil ich so ein, okay, du hast schon genug Zeit, für das alles fertig ist, weil. Vielleicht noch einfach super anstrengend. Ich denke, man sieht von uns den Input, nämlich hier kriegst du ein Training. Und du schießt dann gerne hinein gehst, weil die Leute cool sind, die da sind, ich meine, dann ist doch schon irgendwie so ein Problem. Okay. Weil es einfach nicht mehr geht, ich meine, links redest du immer so klang Bobo kriegt, so ist einfach viel, viel mehr.
Nobereedung muss machen, für ab dem Training zu überstehen, für ab dem Niveau können dann kurz stoßen. Und da sind wir einfach immer, ja, viel mit Vera drüber geschwärzt. Dann hat sie doch, ja, wenn er den von abhält, dann geht er halt nur noch nach Gera Larven. Wusste man, okay, das ist einfach gut. Nicht. Das ist so, nicht, das ist so Spaß, kurz stoßen. Das ist mir kein Lust, cool. Das ist schon immer ganz, ganz gerne gemacht, weil ich immer für so den Challenge mich, wie weit kann das gehen, dann ist man andere Leute muss. Und dann, halt die kompetitiven Aspekte sind immer mega ungezogen. Ja. Okay. Und hat das nicht mehr geht, ich meine, da fällt auch ganz, ganz schnell was, dass da so ohne so, so Fun-Time-Activity. Was war am Anfang das so aus so dem Training? Du hast ja auch bestimmt nicht mega viel gegessen, oder? Oder hast du gern gegessen? Ja, schon muss ich. Ja. Schon, also hat sie muss ja schon mehrere Mal angefangen, ein bisschen zu schaffen. So Ernährungsberuhigung hat so, ja, von der Quantität das ist ganz okay, weil man ist viel zu viel auf Emol, das ist einfach so abgespickt gegenüber den ganzen Tag. Da hatte sich nie mega Problem, da war da am Sommer ein bisschen mehr jetzt und schau nochmal, und wenn es mega warm ist, ist es dann mega Lust und mega zissen. Was hörst du immer so gut, Giers, als Frühstück? Das ist ganz unklar, einfach Haferflocken tatsächlich. Haferflocken? Mats. Haferflocken mit Skier, ein bisschen Müllisch, Klassiker, für einfach so Konsistenz, mega lecker geht. Ja. Passend zum Skier, mein neuer Skier von der Lüxle. Gute Layer. Die haben was mir egal, wenn man schläft. Wenn man schläft, Lüxle. Komm schon. Will da das Clip checken hin. Was ist dein Lieblings? Mein Lieblings ist eigentlich Zitronen. Zitronen, Mann. Ja. Holt ihr Zitronen? Du willst es kennen, weißt du? Das sieht aus. Ich warte, bis sie ein bisschen mehr Geld geben. Dann ist es. Ich will dann Mullbeer. Mullbeer? Ja, bisschen Hunger. Wir sind aber ganz gut, denn Natur geht doch am größten. Ja, ja, das riecht. Also ist der Weg, schlimmer du hin. Marschen sie auch? Ja. Persönlich, also. Trainest du? Ist mittlerweile umgestiegen. Warum muss ich hier in Deutschland? Das ist doch leider nicht. Mit den, ja, wen hältst du? Boah, schau mal, die gute für gut und günstig. Gut, den halten aus Wasser. Oh, Philipp, bist du noch wieder Demos war für den Studentenpräber der Bonbon zu freuen? Ich habe eine Freundin, die geht gerne auf Wienschideieren, die fragt mich, wie mir das Demos gemacht haben. Ich weiß das doch nicht mehr. Oh mein, seitdem hat sich vieles verändert. Ah bon? Wie dann? Na ja, wenn du bist ein Koch vom Staat für den Studentenpräkrit hast, kannst du das einfach 100% für Asnet wieso sie online machen und du brauchst mal nicht mehr von der Uni heimzukommen. Abi, ja, oh, das klingt ja aber nicht schlecht. Und wie du noch ob Demos durchgegangen hast mit der Suche für ein Studentenleben zu finanzieren? Ah, Doro kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß aber, dass du bei der Spurkiste einen Extra-Prä zu ganz guten Konditionen kannst aufrufen. Oh super, dann gebe ich die Informationen mal weiter. Auch früher waren nicht alles besser wie auch. Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv noch froh, wie du das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assurancen mit dir vergleicht. Am Monavi hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten im Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Ma, du gehst einfach auf devi.axa.lu, du gehst den Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von dem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du kannst ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link hier unten an der Beschreibung klickst. Das ist was, wird da kein Spaß, wie gemacht, so zum Training einfach. Und einfach damit die Leistung können zu bringen. Das ist bad. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass man statt so mein Privatleben so erschränkt. Die ganze Sport. Seit 2 Jahren dann aber irgendwie schon, muss ich so, okay, ich einfach, muss halt viel mehr Hand an die Kulisse geschehen, dass ich nicht mehr kann so die Leistung aufrufen. Ja. Gut, dann haben wir mit einem Training hingehen, wieder Comeback Stop an Recovery Boots gehen, mehr auf Body Kine, oben ist relativ frei am Platz, wenn es dann du zu lange abliebst, dann kommt der Totendach zu noch. Weekends war noch nie, dass sie sagen, okay, mehr hallo. Samstag oder sonst kann ich nichts machen, weil du bist schon mal so gefragt einfach. War echt, dass ich dachte, okay, war kusch. Weil ich nicht von der Rest war, dann war es halt auch schon. Und da einfach ist bei mir so, okay, das war die oft und auch nie so. Also das unbeschwert war bei mir vor, dass ich so, okay, das ist, ich muss viel mehr geschehen, an und drin, Ernährung stimmen, alles vom Training, alles muss passen, einfach durchgemerkt bin mal.
Ja, ich meine, so sind schon mal Trainer, so bist du mal kaputt, schwanger, einfach mal volle Pulle, Mama May, oh, Mama May, let's go, kein Problem. Aber mir ist so, okay, das fällt mir irgendwie schwer. So ist man doch trainieren oder was, Hans und Training so gut klar, wie du umsetzen. So, oh, wir testen einfach, okay, einfach getestet, was gemacht. Und letztes Jahr, wenn ich so mit Training so, oh, probieren wir es nicht mal, ne. Ja. Haut nicht. Jetzt du siehst, du schon nichts zu. I'm too old for this shit. So, so geht nämlich viel, wo es dann für Menschen auf die Kippen einfach viel besser kennenlernst. Ja, auch da war so ganz explosiv, reaktiv Sachen, wo es mir nichts zu, das war mir schon einfach besser. Okay. Wie war dann dein Peak, gibst du so? Weil du warst nur 31. 31. Ich ging so in 18, 19. Also 19, 20. Okay. Also 2018, 19, 20. Ah. Okay. Ja, schon 21. Ja, weil Podcast mit Chill mit Will, den habe ich auch geguckt, der war ganz cool. Du hast effektiv gesagt, dass ich relativ lang noch kann, also so bis eben Anfang 30 mit 30, nachdem ich es kann, relativ gut performen. Natürlich, eigentlich war es relativ frei oder noch ob dem Post-Peak so abgehen, ne? Ja, ich denke, bei mir war es so 11 Jahre nach May, aber wirklich 11 Jahre, wo ich so okay, professionell trainiert. Ja. Ich denke, irgendwann schlaucht das einfach. Ja. Irgendwann also einfach der Verschleiß einfach da. Mhm. Wie ist das bei dir am Sport? So, weil ich stell mal vier so in, zum Beispiel in den 5000 Meter läuft, dass du musst überdiszipliniert sein, und über viel trainieren und alles perfekt machen für den Tag. Und stell mal so vier bei dir, so an dem Sport musst du einfach so. Boah, keine Ahnung. Dass du mehr Disziplin brauchst für einen anderen Sport. Stimmt das oder nicht? Boah, so, weil es einfach so, ich weiß nicht, wie ich es soll erklären, weil so kurz so was, dass so ein Kehr schießen. Ja, ich ging so nicht, ne? Ich meine, das ist so, was ganz, ganz viel so Zubringerwerte, das kannst gut cool stoßen, genügt dir, dass du einfach mega stark bist, weil du bist nicht schnell und explosiv. Ich muss einfach Kraft tun, du musst einfach die Spritze tun, du musst können Sprinte, Sprangen, auch können Beweglichkeit tun. Und es hat halt alles zusammengekriegt, so den perfekten Tag. Okay. Da geht es aber, sonst willst du ganz, ganz viele Sachen, ich will zusammenkriegen, ob, wie lange dauert das, vielleicht machen wir 2 Sekunden. Mhm. Und sonst willst du da treffen, von der Technik, vom Auflauf, vom Training, die Main-Theorien. Eben, ich kann es auch ganz, ganz gut trainieren, und zwar die Woche für drinnen falsch planks oder verplanks. Ja, dann hast du geschossen, weil du willst auch dein Peak lehnen, dass du dich gerade gute Meeting hast, dann peaks und nicht zu freien. Also, ich hast da auch mal so den Akt, also die Balanceakt, tust, wie es da einfach halt hinkriegst. Mhm. Wie viel geht für mich so ein Kugel weit chasen? Stoßen? 10 Meter. Ich hatte zum Alter mal lange meinen Wett gemacht, den auch so stoßen 10, ich meine, nur länger ein bisschen. Ah ja? Den aber auch mehr wie 3 Mal gestoßen und schon ein bisschen gecoacht. Muss ich jetzt auch so scheißen, oder kennst du auch so? Muss du fürs Kugel stoßen, weil dann ist alles Wurf. Okay. Die Kugel muss über der Schiller sie quasi. Und du musst Kugel darf ganz nur den Hals verlosen und da musst du quasi eine Stoßbewegung machen. Okay. Ich fand es nicht dumm ist und dann. Du darfst nicht so scheißen. Nee, ich finde immer so, wenn man der Männerkugel müsste, aber schon noch 2-3 Mal, dann hast du den Boe durch. Von woher. Das sind 7 Kilo, gell? Ja, 7,26 sind das. Okay, okay. Wie viel aus 10 Meter bis da hin? Plus minus. Ja. Wow, vielleicht ein bisschen Mann, so gesucht, ne? Ah, easy dann. Du hast wahrscheinlich noch nie cool gemacht, nee. Dann haben Showlenker und dann. Ja, Tennis-Folge. Ja. Mein Sprung ist einfach, das leidet mega wenig, so Berührungspunkte nur. Ja, ja. Aber wenn du sagst, ah, du hast da 20 Meter, ja, okay, das ist mega null, weißt du? Wenn du siehst, ja, das war so und so viel. 20 ist schon krass. 20. Ja, das ist schon weit. Bin schon Respekt. Ich denke, es ist immer Mann impressionant, wenn es diese Sperre ist. Ich kann 90 Meter. Wow, krass, wie so 100 Meter und ich sehe, schlafe so und so schnell. Ich denke, leider, du immer noch viel mehr Berührungspunkte. Ja. So ein cool mit Licht, Mann, das ist mir impressionant. Klingt einfach. Oder mich schwer, dass das nicht impressionant ist. Ich habe schon einen 50 Kilo Kugel gestoßen. Das ist schon ein Sekretär, du bist gehart, ich habe viel Sachen. Du bist ein Unzupassen, weil die mega viel Leute kommen. Das ist der verrückte Nunsch, also die, das ist nur geholfen, Kinder. also, ja, okay, das ist ein Vieh, du hast machen. Mhm. Nein, so, an dem Kontext als Spiel spielen. Also ich frage noch die 12 Fragen halt, weil wir haben nämlich Prüfendinger Kollege gefragt, ob sie ein Frau für uns weißt. Und da kommt mein Raum, vielleicht kannst du sogar oder von wem.
Von wem, Dias? Du sollst das Geschichte vom Hobby erzählen. Oh, der. Der ist vom Hobby. Bob Hobby Bergnuss. Bestimmt. Wir haben nicht mehr Kontext. Nein, das wird aber so angesprochen von meinem Handy. Mit Hobby. Ah, mit das nicht, das nicht vom Bob. Das von Vera? Ja. Ja, okay. Ja. Pardon. Alles gut. War einfach zu Rom. Das hat mal nur zu Rom in einem Urteil. Also du und den anderen Bob? Nee, weil du für DM, sorry. Ah. Mehr Kontext gehen. Aber für DM waren wir da. Und da war mehr Arjen Eselzimmer, wenn es, ja. Du schnarchst so krass. Ja, anscheinend schon. Ich habe nochmal viel Rümer. ja. Muss ich nicht laufen, Alter. Am Detail geholt. Ja, schon halt ein Einzelzimmer, wenn irgendwie jetzt mit ist, muss ich mal rupgedüst, und da war ich am Zimmer, und da hatte ich so mini kleine Balkon, und ich rupgekommen, und da war so alles voll mit Plummen. Da war ich so, hey, what the fuck, ist das was, Lelo? Mhm. Guck gegangen, und da war einfach nur so ein, hallo, Mr. Bob Stolzmann, ein Wanderfalke, den halt du selbst gefangen wird, an den, weil du gerade einmal gewollt hast, auch du mit zu Pause halt machen. Und dann hast du den halt mega nervös, wie ich komme, wie so Glasdingens halt, und er ist immer du gehen geflogen, und so, fuck. Ein schwerer Geruf, so ein schwarz Bob do, weil den hast du halt so ja, ultra ja. an, ja. vieler Schall dran, ja. also okay, wenn Elo, ja, dann muss Elo Crocodile dann die mäßig low kommen. Und da war gerade in der Laufbahn schon umgerutscht, so, Bob, du musst kommen. Und ich, ja, wir warten, dann hat die FaceTime, so, der do, wenn sie, ich komme. Dann sind wir rumgekommen. Scheiße, du bist noch Tochsnüt, war schon ein bisschen cool. Ich habe mir gewegen so Plan mal, wie man da Loman, ich war so ein Handtuch, so geil da drüber. Und dann ist er von dir abgemacht, raus und zack, den hab ich geholt. Okay. Mit den Patten. Und dann, oh, Vera, schnell, hol den Fotoapparat. Krass. Ich sag, was ist das? Das ist ein Wanderfalke, das ist die schnellsten, viel, die 340 km/h am Stutzflug. Ja. Dann hat ihn ausgemacht, wo die kommen. Sie sind ja wahrscheinlich die ersten, haben irgendwie hey, das Portal, den du aus den Höhen kommen, als ich komme, und dann hast du mega nervös gehen, und hast den anderen Kind schreif geflogen. Und dann hat er ein Nintendo-Foto gemacht, freigelassen. Seitdem ist der Bob Habicht. Das ist ein Habicht, das ist wunderfällig. Das ist auch mega schwer, das tun, der Rezeption zu erklären, weil nur geschieht das. Okay, ja, crazy. So News, weil das sind irgendwie dann sind zwei Leute kommen, die das Foto gemacht haben und eher den Mensch E-Commerce, ja. nicht den Proper so. Gemacht haben. Okay. Weißt du kein Foto davon? Können wir den auch abblenden? Boah, ich meine schon. Na doch, da weißt du. Schicksal ist der ja, Schicksal ist der da kann man so Lo abblenden. Geil. Lo. Ja. Geil. Okay, vielmals merci Vera, dass du uns da das Stichwort gegeben hast. Ganz witzig Geschichte. Nicht schlecht. Und dann noch ein anderer, bist du mir einfach froh. Wie ist es gegen den CSL an der Coupe de Prince zu gewinnen? Oh, wie war es nicht froh dann? Andrea Rossi. Den Motherfucker. Kannst du auch Kontext geben, wie war es? Ja, weil wir wissen nicht mehr frohen als Gastronomie. Ja, wir hatten immer, ja, Bier ist halt Bier, das ist relativ junger Verein, relativ so familiär alles. Ah, das war für mich das Größte am Jahr, weil so viel Coupe de Prince war. Ganz spät am Jahr war es mega, mega behämmert leid. Keiner so Form. Mal viele Leute verletzt den Tag. Scheinbar sind wir da drüben umgetreten und dann nochmal gepackt. 8 Uhr im Stück. Dritten zu gehen oder zweiten, immer mega schiss. Sehr seil an. Und dann haben wir die Eche gepackt, sie sind 15. Das war schon so absolut krass, weil wisst du, die Leute, die haben so alles matt gemacht, war schon so damn, we did it. Einfach auch super hammer, wir sind ultra gefreht im Jahr. Also, war krass, du hast Kup. Und ich wollte dir eigentlich gehen, so willst du sein? Ich so, ne, ist okay. Ich so, what? So, wir haben es auch nur gewonnen. Und ich war so, boah, ich wollte echt gerade hier dabei. Ich so, boah, ne. So, mega langen Struggle für den Hühner zu kommen. Aber am Null ist so, boah, nein, passt schon. Geil. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber merci auch für dich, Froh. Gut, ganz gut. Loco, mein Spiel. Okay. Da noch kommen dann 12 Frauen von unserer Audience. Spiel heißt, wen stehst du Kugel am weitesten? Wir haben 8 Leute rausgewählt, die schon bei unserem Podcast waren. Und du musst immer so, wer von denen zwei mich weit stehst und dann könnt ihr weiter. Okay. Erste Match aus Ban Kovac, kennst du den? Ja. Basketballspieler. Gegen den Bazooka Bruce. Wen meinst du denn von ihnen zwei? Der Ban.
Ja, easy. Okay. Ja, okay. Easy. Dann Nummer 2. Xavier Bettel gegen Luc Frieden. Das ist mir schwer. Ah, der Xavier Bettel. Ja. Ein Sympathiepunkt dafür. Also, schön auch wissen, weil ich so, der Xavier ist ein bisschen mehr groß, ein bisschen mehr kräftig von der Statur. Der Tisch wird wahrscheinlich mehr Kraft. Luc kann ich mir vorstellen, dass er so mehr probiert. Also mehr so, mehr, ich meine noch. Und das ist mehr explosiv wahrscheinlich, der Luc. Aber er packt die Kurve vielleicht auch nicht. 7 Kilo. Ja, stoßen Sie zusammen dagegen nähen oder ist das wirklich wen? Oder. Ja, sie muss ja nur für Schatten. Mal den E stehst und dann den Next. So quasi meetingmäßig. Ja, ja, genau. Ich möchte Xavi Snack Talker, dann hört ihn dann. Ja. Ich möchte Snack Talker dann. Ich hört ihn darüber. Okay, okay. Dann. Also, ja, nur kommen die 8 Leute auch ran und dann prove mal. Den Dylan Pereira gegen den Georges Christen. Ja, sorry, Dylan in Georgie, möchte halt schon. Ja, auf dem Alter, ja. Hey. Ja. Ja. Ich bin ja fucking Bank. Sag ich hier. Also lange schon. Dylan. Und dann ja. Den General Steve Tull. Kennt den Turn Up Tull. General Tull. Ja? Ja. Ah, du hast da Tull gesagt. Erstmal schaff. Natürlich. Natürlich gerade irgendwie weit. Ja. Okay, da sind wir an der Halbfinale. Der Ben Kovac kennt den Xavier Bettel. Ja, Ben. Der ist halt schon riesig, gell? Ja. Ja, ja, ziemlich kraft schon. Ja. Sind da die Features, die am wichtigsten schwer, also stark sind an. Bah, denkst du, weil okay, ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich von denen jemals den viel Coach hast gemacht hast. Ja. Ich glaube, du hast so einfach der Band halt, den ja. Einfach schon groß ist, lang Ärmel. Und dann hast du einfach halt Hebelwirkung. Ich meine, hey, du ein Kugel von weißt du, dritte Stockfalle legst. Da geht die automatisch mit Welt, wie du in den, wie du im Boden hast, dann nimmst du ganz viel mehr. Geht. Das halt, ja. No. Dann die eine Halbfinale, interessant, der Georges Christen gegen den Steve Tull. Ja, schwer. Sorry, Herr General, dann leider den der Georges. Ja, genau. Dann ganz spannend, Finale, dann der Band gegen den Georges. Du weißt nicht. Georges Singer Prime oder? Nee, Lo. Georges Hauer. Ben Kovac, Georges Christen, Lo, Kugelstöße, Wegewinn. Der Band also, das ist wie Mamba von der Sportsektion, die möchte das schon. Ja, ja gut. Congrats, Band. Sonst der toll gesagt. Ja, geil. Welchen anderen Sportart meinst du die beste Voraussetzung für gut Kugel zu stoßen? Handballer. Halterophilie. Weil mega nur rücken vom. Da das. Gewichtheben. Ah. Ja. Weil ich einfach so von der Aktivität hier. Nicht so Sperrwerfer oder so. Boah, Sperrwerfer, nee. Lo, ich meine, nicht Leichtathletik. Ah, okay. Oder? Nee, nee, so nicht Kugelstoß. Nicht Kugelstoß. Boah, dann. Diskus. Hätte ich schon gesucht. Ja, okay. Weil vom Drehstoß ähnlich ist. Okay. Ja. Okay, der Tisch war nicht Leichtathletik, da gehst du so ein Krafttraining. Also, nein, schon, weil von der Periodisierung mega nur Rücken, nur Leichtathletik ging schon so. Okay. Ich denke, das ist vielleicht eher also mehr athletisch, also mehr mit Ballgefühl, dass du mehr weißt, wie es mit dem Körper muss umgehen. Schwierig, ich habe immer so, es ist ein Handballer. Ja, selbst. Ich habe immer die will immer direkt drupfachen. Also, okay. Ich habe immer Menge Schuhe ein bisschen gemacht, wenn er so aus dem Handball kommt. Eine Stunde immer erklärt, dass es nicht so kann okay, stoßen. Ja, also, ja egal. Ich ein Handballer ist da wirklich schwer, weil er hat relativ nur einen schnellen Arm, ist so Gold wert. Okay. Okay. Mal schauen wir noch zwei, drei Fragen von unserer Audience. Wir hatten ja auf Insta. Gucken wir drei Fragen ran. Die erste ist: Wer Sportart gegen hier machen, wenn er nicht Kugelstöße machen? Oh, gegen dir machen? Auch. Schwer so. Geht doch bestimmt, ob es da Spaß macht. Ich gucke dir, ich gesucht mit dem Athletiktrainer. Ihr seht, ey. Von wie schwer ich bin, wie ich mich gerade bewegt habe, ja, wäre wahrscheinlich top gewesen, Football spielen. Football, ja, true. Ja. So Position Linebacker oder so. Wäre ich relativ schwer sind, dann ich auch relativ gut bewegen und auch gut konnte sprangen immer. Oder tatsächlich den auch zu einem TG, so, ey, du musst unbedingt Handball aufhängen. Ihr seht, einfach Pivot, stell dich viel ran, egal. Ja. Das kennst du ja aufhängen, ne? Oh,
Ne? So mit den Knien auch noch ein bisschen zu hellisch, für die ganz, ganz freck zu machen. So. Ja. Ja, passt schon. Oder Boxen. Oh Gott. Ne? Also, ja, schon mein Leben lang nur ein Nicht-Kontakt-Sport hat gemacht. Ja, das ist so krass. Also zu sagen, okay, let's go. War das am Anfang nicht so ein bisschen langweilig, dauernd da zu trainieren? Weil das ja aber immer monoton ist. Guck. Damit. Geil. Sind Bobsing-Fans. Denke ich wie Radio, wir können das schon gut. Dachte, kennt. Also für Kontext war gerade kleine Junge, den halt. Nein, ich bin am Punkt der Audio, der Leute. Also tut gerade kleine Junge, du gefilmt, so Selfie-Modus. Ja. Monoton, ja, in Wüste Hülse, wahrscheinlich ist das wirklich mega, mega gerne Möse. Ich probiere es all Mühe, irgendwie rauszukratzen. Hm. Da meinst du, entwickelt sich von so leid zum Detail halt einfach. Ich denke immer für einen externen ist das wahrscheinlich auch mega behämmert, wenn du auch da so RTL oder Leute, die die Sache gefilmt haben, immer gestoßen. Da schaust du, siehst du, okay, für alles war das dann manchmal ein Versuch, mehr Schwätzen und Training, ja, Feedback, wie, oh, guck ein Video. Nachher versuchen wir, müssen 20 Stück wahrscheinlich für Anna, also, was lebt. Ja. 20 Minuten, genau, dann nämlich die diskutieren ja. über Sachen, wo es dann siehst, okay, du hast den. So easy to learn, hard to master anscheinend, also einfach so Leitdings, die man hat und das dann, du kannst wirklich mega, mega auffußen. Am Anfang, wenn ich da am Kopf gehabt habe, wo wir das mal stoßen, das hat mir einfach so stoßen, ohne Drehung. Du musst trennen. Ja, das geht schwer. Ja, du rennst. Wie viel gibst du dann stoßen, wenn du einfach aus dem Stand so gibst? Wenn du richtig Stand gingst, nee, wenn du dann, ja, wenn du so gibst, hinstellen dann. Also richtig Stand wäre, wenn du so bist du schwungen und dann, ja, das wäre so Stand. Ja, du nicht nur vier bewegen. Genau. Ja. Ich hatte so immer auch Leute gemacht. Weil du dann die Testing hast, du quasi am Rick zum Kreis stehst und du springst quasi noch an. Das hatte ich immer gemacht. Und du sind so 2018 umgeschieden auf Drehstoß. Anscheinend, auch Leute hat schon 19 Meter aus dem Stamm gestoßen. Okay. Boah. Okay. Ich muss auch so mal Drehstoß war der Fokus einfach unter drüber. Ja. Ja, ich weiß so 17 oder so. Okay. Ja, sick. Ja, 10 Meter. Kriegen wir hier. Das Ziel. Okay, dann hast du eine Frage. Was isst du? Was isst du? Oder was tust du gegessen? Ja, es ist halbwegs probiert gesund zu essen. Ich denke, Pommes weiß, weil Lolo. Ja, es geht doch keine Gewichtsklassen. Es geht schon sein, so kleine Snack-Gründhöse oder kleinen Süß, der wird ja noch nie so halt massiv rangefahren, dass sie so Gott schon so wegen. Mein Gewichtsklasse erreichen, also dass ich so ein ultra krass strammen Regime habe, strikt Regime. Wie bist du von Natur aus so breit oder schon? Oder ja, ich meine schon. Also, okay. Ja, mein Papa hat mir relativ gut Gene matt gehen. Mein Mama auch tatsächlich. Von daher immer ganz stolz auf Bienen, die waren immer top. Also, von daher meine ich schon, dass ich so die Genetik matt brüste. Wer von Gewichtsklasse selbst gut ist oder selbst nicht so gut ist bei jedem Sport? Ach, ich meine, dann kriegst du den Mensch wahrscheinlich nicht mehr hin. Ich meine, so viele Leute gehen dann halt auch nicht. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich so die Kompetitivität rauskriegen. Dass du immer siehst, okay, Kilo, drei, vier verschiedene, aber du musst dann vier verschiedene Leute, die verschiedenen Gewichtsklassen umtreten. Also. Ja, guter Punkt. Ja, guter Punkt. Okay, halt eigentlich spezifisch froh. Du kannst nicht mehr viel lesen, weil ich nicht genau weiß, was das ist. Möchtest du Power Cleans slash Power Snatches an der Off-Season? An der Off-Season? Oh Gott. Ich kann nicht mehr für dich. Boah, an der Off-Season war ich wirklich gut, echt. War das Power Cleans oder so Power Credo. Snatches? Das ist, Der Clean ist so umsetzen. Ah, okay. Wo es, also die Stange hat quasi ein bisschen wie ein Deadlift. Ah, halt. Okay. Und dann über B ist noch so Kick. Und dann quasi hast du fertig und snatchst quasi reißt du, dann nimmst du das Mibret, kickst, erobt, das ist normal, und Power ist quasi, dass du nicht so Dave gehst. Das ist quasi, du kickst dir rob und hältst sie direkt über. Ja, spezifisch. An der Offseason, ne? Vielleicht an der Offseason, gut nicht. Also Offseason, mein Credo, ich nimm mal die letzte ist massiv verhandelt. Ich all nach Pause nach rauszukriegen, weil einfach dann andere Sachen muss machen, wie nur Krafttraining. Okay, also dann wird das nicht. Nee, mir schade, aber muss auch mal so, die riesige Fede, dass wir mal umgefangen haben mit dem Training, dass wir einfach an den Kraftrang gegangen sind, 2 Stunden, die Stange ist umgeguckt und dann war halt immer alles do. Also,
Da hat schon nie Promo immer noch. Okay. Fair enough. Sollen wir mal ganz kurz zwischendurch ein Kehr durch ein Froh und neues Audience stellen los, weil das ist ein Gülle Froh ausgedurcht, wo sie Apps können gewonnen. Also, stimmt. Also sag ich mal, was können sie stimmt, gewonnen? Können mega schicken. Ein Tracksuit. Ja. Ah, das ist wirklich geil. Ihr wischt gewonnen. Nice. Und Dinger gräst. War den, ja. Du wiesst sie ran, dass die so ganz Kabel bauen, das ist top. Hannen letzte Wisch. Was das denn gräst? X. Schwein 3x, da schon kriegst du was hin oder so. 3x. Was ist XXL. Ah, man, halt geht ja. Top. Ja. Das steht offiziell an. Also, das ist das Ding, den für Fans von Niederathletik, ja. Wenn ihr viel gestaltet, so EM, WM oder Olympia, dann hat das Patricia und Wehreuter dann. Geil. Nice. Ah, gut, ja, ne? Cool. Vielleicht ein getroffen, wahrscheinlich schon. Also gewaschen ging, keine Angst. Dann hast du noch mehr wert. Was mit gewaschen? Der geht nirgends ruf. Die sind cool. Ja. Gerade lobt mir Karl getroffen aus und das will ich natürlich schon. Ja. Also schon mal merkst du, dass du Matt durchstellst. Wie können die Leute gewonnen? Froh aus, wie viele Leichtathleten sind Matt gegangen, ob die Olympische Spiele zu Paris? Ah. Kann ich wissen, ja, oder? Ja, da sind gut froh. Da muss man Pieps antreten. Hast du Risch? Nee. Ah, nein, ich hab nicht gewusst. Du musst selbst immer den Kampf haben. Ich blöde, ich hab auch ja, okay. Ja. Zing? Ja, ich piepsen dann. Ja. Blöd. Ja. Alles gut. Okay, geil. Wie hast du am Anfang die Leistung vom Tom Hauptscheid? Absolut geil. Ja? Absolut geil. Kannst du eher. Ja, wir sind ein bisschen befangen, was das Thema angeht. Wenn absolut mega cool und Dude halt einfach aus. Also im Vierfall hatten wir so, dass wir das Lungen gegen Ufein können. Mhm. Weil dann einfach mega gefußt wird, dass du in Demos so fertig hast zu Tokio. Und so, mir, ey, okay, probiert nein, klar. Also, okay, man, let's go. Dann haben wir noch zwei Einzimmer zum Trainer, du bist ein Zubildes, du bist geschnackt, bist du geguckt. Hat man noch ja, ganz emotionalen Text geschrieben und nur ja. No Dingens war schon ein bisschen Pipi an, aber absoluter Schatz und so. Ja, geil. Wie weit hat hinter gestoßen? Oh, damit. Eine Gestoß. Feierzeng. Okay. 97? 96? Ist knapp. Mhm. Knapp. 15, knapp. 15, ja. Geil. Nice. Wie lange müsst ihr mal trainieren? Ah, okay. Wenn du nur eh ausbilden, so wie euch, so normal. Gibt so ein normaler Mensch, wie lange gibt der brauchen, bis du den auf 15 Meter hast? Nee, 14. So. Boah, ich denke, ich bin mega davon auf, dass ich so einen Sport gemacht habe, ob sie nicht besser weiß, wie kann ich meinen Körper bewegen, wie. Okay, wenn ihr das tut? Ja. Boah, auf dann denke ich, das ist relativ schnell. Okay. Ja. Vielleicht 2 Uhr. Okay. Schnell, 2 Uhr. E-Uhr. Direkt falschen. Gehen dann halb. Du möchtest ja schneller so. Das ist immer super schnell. Ein Wuch. Das gibt tatsächlich mehr coole Videos von einem, die nachher denken, ich habe so Reese Hoffer, so absolut legend gegangen, also 3 Kilo gerne in Kurschüssen trainieren. Und ich habe wirklich einfach ein Wuch Mathemat trainiert. Mhm. Auch so Drehstoß so gefangen, wenn man Trainer so Dinger gehen und dann hey, wollte ich nicht. Meter gehalten und dann nur den gepackt länger. 4 Milliliter Kohl halt aber auch schiss. Okay. Keine Chance, das war ultra scheuer. Okay. Das meine ich schon verschämt, das ist immer super schwer so. Und wenn es E-War, wie ich weiß, wo die so professionell, da geht wahrscheinlich viel, viel mehr schneller mit uns. Mhm. Normal Arbeitsalltag ist, dann dauert wahrscheinlich schon ein bisschen mehr lang. Fair. Sind wir nur noch von aus dem Lastiger eigentlich froh, Marco? Ja. Das war noch Alex Kirsch. Ja. Hin, sind froh war, ob was bist du stolz? Und die so hart gelöscht hat. die ganze Nacht Gedanken drüber gemacht. Das ist ein echt Mensch, du hast ein echt Mensch. Nicht schlecht, aber am Anfang. Wie viel berät, komm mal. Ja. Ob der froh, ja. Aber vielleicht so und die anderen doch einfach nicht. Nee, klar, war am Anfang, das war, du hast das System gelenkt. Das ist ja schon. Das ist ein gehackt. mega schwer, froh. Ganz vage, also du kannst alles so. Boah, ich denke, sportlich gesehen, einfach nur die Ohren hinkriegt und dann immer. Viel, viel besser gelaufen, wie geplant, wie gemeint auch. Ich meine einfach da rüber. Anders ging so ein halbwegs normal Bewusstsein. komplett starre Lyrik-Kritun. Ich meine einfach da rüber schon ein bisschen, dass das so
das ist einfach so low, wo das quasi als Fertig ist, so ein schon das. Wenn man mal Basch gehen, dann probiert das Basch draus zu machen. Natürlich, wenn man ein Demos-Figur ist, als ganz kleiner Jung, von daher alles soll klappen, dann legst du einfach gewaltvoll einfach alles zu. Und nur von Fertig ist, kannst du, okay, schon jetzt alles probiert, alles gehen, schau einfach darüber. Das ist einfach deine Karriere. Und haben wir das schon mal so mega assi, oder? Nee, am Funker live. Quasi, ja, so ein Bodenstand geblieben zu sehen, einfach das Ganze so gut wie möglich gemacht zu haben, das ist live gesagt. Null Start. Doch, doch. Was müsste nur anfangen? Boah, man, wir sind schon mal von der Sportsektion von der Armee. Da bin ich aber nur. Warte, ja nicht leben. Am 23. September bin ich schon ausgeklebt. Schon ein bisschen emotional, wahrscheinlich. Rupzig und Tibier quasi als Trick, ja, wie gesagt, gleich 11 Uhr. Musst du Sachen Trick gehen? Ja, das ist ja Militär, da kannst du nicht mal hinholen. Ja. Also, du, solange du noch mehr was kannst du ein T-Shirt ja, mehr, dann ja, musst du ja, halt dann nicht mehr drauf, das musst du halt zurückgehen. Dann darfst du den T-Shirt auch nicht mehr nehmen. Das ist schon eine kurze Spruchsektion. Ja. Die sind nicht ganz stolz. schon pure Sachen, wenn ich das auch haben. Schon die Slippen und Strümmen und so. Ah, kriegst du da ja? Ja, kriegst alles geschaut. Ach, das sind ja auch so an der Armee. Das nützt nicht. Es scheint sind pure Sachen, die man jetzt erst behalten. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, es ist komisch, dass ich Slippe für den Nächsten. Das regt ja, aber ich meine, mittlerweile die kriegen ganz andere Sachen, wie er stehen muss. Also, ich ja, wahrscheinlich ja. Muss ich kriege schon ganz viele Sachen. Ich muss immer so nach Hause. Ich denke, nach spannenden Tag. Und ganz viele Sachen in der Schreibegruppe bei und alles fertig machen, weil ja, die noch einen Arbeitskontrakt dann abgelesen wird. Und da fängt schon echt noch drüber am Sportlicee. Man hier im Service Absence Provision Sportiv. Okay. Ich fandst du quasi, musst du Schüler an den Föderationen, super wichtige Meeting oder Kommission oder Stage, den aber an Schulzeit fällt, da schreiben die quasi Mail und alles. Okay. Dann muss man quasi gucken, wie es dann vom Beispiel koordiniert kriegst, was kann der Schüler vier schaffen, fahren du noch Prüfungen ran, die kriegen statt mit der Profen organisiert. Okay, das ist dein echter richtiger Job. Ich habe nur 11 Jahre Armee schon, ja. Fräst du dich? Boah, absolut. Ja. Absolut schon so. Geht auch nicht dein Leben, ne? Oder weißt du nicht? Schon. Du findest schon nur gesucht, ich kann gerne ein Jahr weg schneiden, mit meinem so diesem Weg zu dienen und einfach ein bisschen Aufstand zu kriegen, weil der Mensch extrem intensiv war. Dann gerade mit Paris Handler, also für mich Frau, die einfach Mensch, die dachte, ja, innerhalb der Mensch extrem zu kurz gekommen ist. Ja, von mega vielen Leuten involviert, musste sehen, dass ich sicher im Endeffekt auch mit dem Kuhl weit oder Mannarbeit stoßen. das ist wieder extrem viel, weil das ich muss passen am Background anscheinend. Da sind mit Leuten, die ein bisschen zu kurz kommen. Und da sehe ich auch meine Frau, wo ich so, ey, nächste Jahr geht einfach mal komplett alles. Wo bist du hin? Dass du bist in einer kleinen Family, wo man ein bisschen. Ja, Quality Time können verbringen. Und du wohnst in Deutschland gerade? Oder in Deutschland, ja, wir sind quasi von Mannheim, lo Panna, Treia, du geplant. Okay. Nice. Ja, muss ich sehen. Und wie guckst du da drauf zurück? So ein Auge lacht, ein Auge weint, ein bisschen. Das ist traurig. Oh, nee, die zwei sind wirklich einfach happy. Weißt du, auf. Ja, du warst einfach so am Auge hier. Aber nicht froh, ich denke, das ist einfach die. Das war eine mega, mega schöne Zeit. Also ja. So retrospektiv einfach geguckt, war ja, viel besser gelaufen, wie sie schon mal gemerkt haben, so ein Drama, auf Olympia zu gehen. Ich hatte großes Privileg, 10 Mal dir von Diener zu gehen. Ganz, ganz viele verrückte Leute kennengelernt, die ja mittlerweile Freunde sind, wusste ich, okay, schon nie gemerkt. Einfach konnte noch die Welt beriesen, also Plätze gesehen, die ich wahrscheinlich sonst niemand so gesehen hat. Einfach dumm, dass easy an Gespräch kommen mit Leuten, weil man den Frankomar so Sport war halt eben noch. Kleine Meeting an Deutschland immer mega cool von, ne? Was leider so ganz familiär war alles. Also wirklich schon, das war einfach eine wunderschöne Zeit. Dafür Leute so, oh, ehrlich, nimm du und da. Da habe ich keine Zeit drüber nur zu denken, schon war mega, mega schön. Und absolut happy, wie das lo, wie ich mein erstes Meeting konnte machen, dass ich ein bisschen matt gestalten. Auch für mich ist das so eine runde Sache. Also, das wäre so nicht. Das ist ja gut, meinst du? Ehrlich, nimm das ist doch geil, lass den Dingen. Olympiade einfach. Ja. Oh, ich habe ein Meeting gemacht zu Bierlis. Ja? Ah, den letzten, den öffentlichen.
so war, was ich war, so Paris, so wirklich vom hechtlichen Sport, da bin ich so, so den emotionalen Aufschwung, ja, da kann man so Niveau. Kollegen. Ja. Wohin hat, kennt nicht, ne? Jetzt kann man schon. Wie war das? 15. August. Ja, du warst schon noch ganz. Das ist so ein MT. Welche Opfer, da hat er keinen Kugelstoß, Digga. Wie soll mir das doch wissen? Ganz Land fahren, retired. Ja, da kennt ihr sich was die Idee halt, weil mega wenig Leute so Berührungspunkte hat, weil also die Idee mal so ein Open Wettkampf, wo jeder kann kommen, ja. Kugel machen an den Gewinner, kriegt er nachher nur so Goodie Bag. Ah. Und noch viele Leute, meinst du, drehen sind zerstört, die noch mehr, 10 Meter. Was war denn dann, das der Gewinner? Hat das eben den immer Wurf gemacht, das kommt. Okay. Wird einfach mega weit gestoßen, also ein Top, das war nicht unbedingt die Idee. Also für normale Leute wie mir? Ich meine, wahrscheinlich so 8-9 Meter tatsächlich. Okay. Durch mehr hätte man 10 gewonnen. Man 10 hat er gewonnen. Wir sind zu konfiant, gell? Scheinen gewiss denn. Weißt du, dass er einen Kugel mitbringt, hat man an der Strohsenke geworfen. Auf dem Auto. Wenn man irgendwie wissen kann. Nee, cool, aber. Du hast du auch einen froh und unseren nächsten Gast, hätte man das vergessen. Ah, der stimmt. Du kannst alles freuen. Wahrscheinlich mega. Fuß ist überlöst, ich will so eine Worte noch vergessen. Das ist ganz frei. Was möchtest du glücklich? Gut, easy. Also nicht easy mehr, aber kurzer Knopf. Ja, denn Alex ist so ein Stall von daher auch schon ein bisschen deep, die Frau. Na, Alex ist auch so ein bisschen deep, du weißt, das war, ja, das war gut. Da aligned mit seinem Mindset. Schon. War interessant. Genau. Gut. Hast du noch in deinen Episoden? Du hast alles, musst alles losgehen, als der Tom Herzlung. Das ist eine Therapiestunde. Ja. Nee, top, man, exzellent. Das wollte ich noch kurz, ganz kurz, schießt froh und effektiv, als du Therapiestunde siehst. Beim Podcast von Chillman Will. Ja. Shoutout, übrigens unbekannterweise, wirkt ganz top, sympathisch. Top, Will, gut, absolut mega. Hat er kurz drüber geschwärt, auch, dass du Mental Coach während Dinger Phase hast. Und du wirkst am Anfang wie ein, den ultra gelassen, ob alles guckt und so. Weißt du, am Anfang nicht viel Mental Coaching brauch. Ja, ja. Du wolltest wissen, was hast du an meinem Mental Coaching gemacht? Du gehst einfach durch die ganz Worst-Case-Szenarien durch. Ach, so. Du gehst durch, das ist immer, also, du hast Phasen im Training, wo du so super gut lebst, dann hast du dann die Negativspiral wackens. Das ist doch dafür während dem Training, die Prozesse und zu unterstützen. Auch für während der Kommission, absolut. Man, du wirklich auch engen Austausch mit Frank. Wie Kommissionen sind, Hans war so oft, dann ist das Quali und dann ist es final nach Tourno. Du hast kurz geschnackt, wie lebt es, wie geht es. Ja. Alles cool, mir auch für so, was ich immer genannt, Exit-Strategien, Exit-Plan zu machen. Frank. Sorry, mehr. Schon den richtigen Termin von der Vergiss, wenn man dann Exit-Plan genannt. Ja. Einfach, dass du durchgehst am Cup, ganz, ganz oft. Wart mal, ich war zum Beispiel so, dass zum Beispiel Quali, du schüttest drei für sich, echt für sich ungültig, wart mal schon. Dass du dann abschreibst, wie, wart mal schon, bist du natürlich so, was geschieht, wenn du jetzt noch ungültig hast, schüttest nicht, versuch. Dass du einfach im Kopf und dann nur 100.000 Mal durchspielst, wenn da wirklich der Fall hast, dann warst du super relaxed. Weil du bist sagen, ey, ich war schon 100 oder 1000 Mal und ich will sagen, wie ich da rauskomme. Aber auch halt, wie kannst du, was war gut in deinem Meeting, was war schlecht, was für ein Schmott, was lust nicht zurück, einfach so, das einfach viel mehr zu analysieren, das ist einfach so der Faktor Chance, weil ich will zu dir so klein haben, wie es geht, da einfach du mal ganz, ganz viel. So geschafft. Okay, möchte sein. Okay, das ist eh. Zum Beispiel dir vielmals merci, dass du heute warst. Vielmals merci für deine Invitation. Ganz gerne. Bis in 2 Wochen. Merci für den Zuschauen. Ciao, ciao.